Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Aufräumrunde. Die Kinder und Alex sind gerade aus dem Haus zu den Schwiegereltern und zu Hause sieht es mal wieder ein bisschen chaotisch aus. Ich wollte das ganze Chaos hier beheben, beseitigen, wie auch immer, bis sie kommen. Und ich bin gespannt, sie sind jetzt schon ein bisschen länger her weg. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Wir kümmern uns hauptsächlich wieder mal um die Küche, das Esszimmer, das Wohnzimmer und den Flur. Alle anderen Zimmer lassen sich zuschließen. Nach oben hin ist es sowieso immer nicht ganz so wild. Ganz ehrlich, selbst wenn es da total chaotisch aussieht, muss es da nicht unbedingt super sauber sein. Denn selbst wenn hier mal jemand vorbeikommen sollte, wird derjenige sich hier ja unten aufhalten mit uns. Ja, ich würde sagen, lasst uns jetzt erstmal noch mal kurz die Räume filmen, wie sie vorher aussahen. Und danach machen wir uns ans Aufräumen. Viel Spaß euch! So sieht die Küche aus. Die Küche ist noch so mit der sauberste Ort, wie ich finde. Die habe ich nämlich erst heute zu Mittag sauber gemacht, damit ich dann das nächste Essen machen konnte. Hier im Esszimmer, könnt ihr sehen, haben wir immer noch unser ganzes Mittagessen stehen. Das muss weggeräumt werden. Ja, im Wohnzimmer sieht es schon chaotischer aus. Ich würde sagen, alles in allem hatten wir schlimmere Tage. Und ihr wisst bestimmt, von welchen Videos ich rede. Aber ja, also das hier muss alles weggeräumt werden. Da hinten ist noch ein bisschen was an Zeug. Hier ist noch einiges. Als nächstes machen wir uns hier an diese Wohnwand und werden das alles beseitigen. Das machen wir aber nicht heute, sondern die Tage. Dann kommen die Regale dahin. Die sind jetzt nämlich da. Und die Bäumchen kommen an die Seite, sodass das alles ein bisschen hübscher aussieht. So sieht der Flur dann aus. Chaotisch sowohl von dieser Seite hier als auch von dieser. Diese zwei Wäschekörbe sind voller frisch gewaschener Sachen. Die habe ich abgehangen, die müssen hochgebracht werden. Und von dieser Seite seht ihr nicht wirklich viel. Hier sind die Regale drin, die werde ich auspacken, sodass die Kiste weg kann. Das hier ist auch etwas, das mir heute sehr wichtig ist. Ich habe ja den Aktionshaul für euch gefilmt. Das heißt, das hier müsste ich alles wegpacken. Ebenfalls wie das. Und hier kam eine Schuhbestellung an. Die muss ebenfalls in den Flur geräumt werden. Hier kamen meine Bücher an. Wer mir auf Instagram folgt, wird wissen, von welchen Büchern ich spreche. Hier hinten habe ich gerade so noch die letzten Reste von einem Video, was demnächst kommt. Und ja, und die beiden Sachen brauchen dann nur an die Wand gestellt zu werden, wenn ich das alles dann weggeräumt habe. Naturholztisch, der leider nicht versiegelt ist. Dementsprechend muss ich ab und zu mal die Folie von dem Tisch wegpacken, damit das Holz sozusagen atmen kann. Motivation.
eigentlich gar nicht vor, die Schuhe der Kinder durchzugucken. Ich wollte nur die neu gekauften Schuhe einsortieren. Und dann wirklich beim Aufräumen ist das so über mich gekommen und ich wollte unbedingt alles aussortieren. Und es kam eine ganze Kiste voller kleiner Schuhe raus, die jetzt auf den Dachboden gehören. Sieht es im Nachhinein im Flur aus. Ich habe alles weggeräumt. Da sind jetzt noch die Schuhe drin, die aufs Dach gebracht werden müssen. Hier ist nichts mehr. Die Wäschekörbe stehen jetzt da. Wenn Alex nach Hause kommt, kann er sowohl die Kiste als auch die Wäschekörbe hochbringen. Und ich habe die Schuhregale der Kinder ausgeräumt. Hier sind Max Gummistiefel mit den Sportschuhen. Und hier sind Sandalen und Sportschuhe. Ich habe noch einige im Badezimmer stehen, weil die Kinder im Schlamm waren. Die muss ich mal durchwaschen und reinpacken. Und Emma hat hier wirklich kaum noch Schuhe. Ich habe noch ganze zwei volle Tüten von meiner Cousine oben in ihrem Kleiderschrank. Die muss ich dann einfach mal durchgucken und hier noch was einsortieren. Das war es dann im Großen und Ganzen im Flur. So sieht es im Wohnzimmer aus. Es ist jetzt alles weg, was hier nicht hingehört. Und ihr seht, sowohl da als auch da habe ich jetzt die Regale hingepackt, die oben dann dran kommen. Und hier im Wohnzimmer habe ich jetzt auch noch die Kiste hingepackt, die voller Karton ist. Die muss Alex nachher wegfahren. Hier im Esszimmer sieht auch alles soweit gut aus. Der Boden ist gesaugt, der Tisch ist gewischt. Und der letzte Punkt war die Küche. Und die ist jetzt auch sauber. Einige von euch werden sicherlich sagen, dass es nicht ganz sauber ist wegen dem Teil da hinten. Aber wer meine Videos guckt, der wird wissen, ich wasche zum einen Plastiksachen nie per Hand ab. Ich gebe sie ins Kurzprogramm bei niedriger Temperatur in die Geschirrspülmaschine. Und die Töpfe packe ich normalerweise immer zum normalen Geschirr dazu. Die Geschirrspülmaschine war nur voll. Achso, und die Handtücher, die trocknen da, die kommen normalerweise dann in dieses Fach hier rein. So ihr Lieben, wir haben es geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Die Kinder sind noch nicht da und ich habe nur eine halbe Stunde für das alles gebraucht. Mag euch vielleicht lang vorkommen, ist es aber nicht, denn ich habe wirklich einiges geschafft. Und mein Vater war noch hier und hat sein Essen abgeholt, das ich für ihn gemacht habe. Und ja, also wie gesagt, ich bin jetzt froh, das Haus ist geputzt. Ich kann jetzt baden gehen, schön entspannen. Und wenn Alex mit den Kindern nach Hause kommt, kümmert er sich um die Kinder so lange, wie ich dann bade. Und danach haben wir nur noch das Abendessen und dann gehen die Kinder auch schon ins Bett. Und dann habe ich es halt für den heutigen Tag auch geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und ich hoffe, ihr putzt natürlich mit beim Zugucken, sodass euer Haus dann hoffentlich auch sauber ist. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!